Dass die ägyptischen Pyramiden Geheimnisse bergen, ist nicht so furchtbar neu. Aber die Dimension, die dort regelrecht als Code nachzuweisen ist, das ist etwas ganz Besonderes und das ist etwas Neues. Man hat viel über die Pyramiden gehört, aber wir werden heute ein ganz anderes und ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Axel Glitzke. Es freut mich sehr, dass Danke. Sie hier sind. Und ich würde, bevor wir in das Thema einsteigen, einfach die persönliche Frage gerne loswerden. Jemand, der als Bauingenieur ein sehr bodenständiges Handwerk und einen sehr bodenständigen Beruf erlernt hat. Wie kommt so jemand zu dem Thema Pyramiden, wie kommt so jemand auch zu der Frage, was sich dort für Geheimnisse, für Codes verbergen? Wie ging das bei Ihnen los? Es ist nicht so einfach, das zu beantworten. Einfach, weil Dinge im Verlauf des eigenen Lebens eintreten, wo man selber überrascht wird. Als Kind habe ich mich schon für die ungewöhnlichen Dinge interessiert, war auch ein global denkender Mensch. Das heißt, für mich war wichtig, früh die Zeitung in die Schule mitzunehmen und habe mich geärgert, wenn sie nicht da war. Und die Literatur, die verfügbar war zu den damaligen Zeiten der DDR, war spärlich, sehr, sehr spärlich. Aber das Wenige, was es gegeben hat, dürfte ich gekannt haben und habe oft genug auch über Ägypten gesprochen. Hatte zum damaligen Zeitpunkt abonniert die Moskau News, die immer so besondere Artikelseiten gehabt hatte, From the World of Hypothesis. Und da ging es auch schon um die Pyramiden. Summa summarum, es ist ein Punkt im Leben eingetreten, wo irgendwann man gemerkt hat, man muss sich tiefer damit beschäftigen. Und da spielte meine gesamte Ausbildung natürlich auch eine große Rolle, die mir sehr, sehr dienlich war. Denn ich habe in Ägypten ja nicht bloß geschaut oder fotografiert. Ein Mensch hat mal in einem Artikel geschrieben, mir wäre der Laser an die Hand angewachsen, weil ich auch immer Messungen gemacht habe. Natürlich offiziell nicht möglich. Und man musste dann manchmal schon etwas schlitzohrig sein, um auch in der Königskammer der Cheops-Pyramide Lasermessungen machen zu können. Ich meine, das fällt ja dann irgendwann auf, wenn man da jetzt anfängt, wirklich intensiv zu vermessen. Was haben denn die Wärter dazu gesagt? Sofort angesprungen gekommen, wer hat Ihnen das erlaubt? Und dann gibt es Dinge, die laufen im Kopf automatisch ab. Ich sage, Doktor, sag ja was. Der Chef der Altertums, der Genau, der damalige Generalsekretär des Generalsekretär. Obersten Rates. Und er machte sofort Menschen und ich den Satz noch gleich angefügt, können Sie mir beim Messen helfen? So, und da war die Sache das erste Mal gelaufen. Ich habe natürlich im nächsten Tag tatsächlich Hawass gesprochen und die Gelegenheit gehabt, auch ihn mit zu interviewen, auch meine eigenen Erkenntnisse vorzustellen. Und das war eigentlich so der Start, wo ich dann systematisch auch eine Reihe Ägyptologen kennengelernt habe, Leute, die Rang und Namen hatten. Und dann kam eins zum anderen hinzu. Jetzt will ich trotzdem noch eine neugierige Frage dran hängen. Wenn Sie mit Hawass darüber gesprochen haben, für mich ist es jemand, der viele Dinge zukleistert und viele Dinge auch nicht an die Öffentlichkeit hat bringen wollen. War denn der so angetan von solchen Interpretationen und von solchen Erkenntnissen? Ich wusste, dass ich vorsichtig sein muss. Das glaube ich gerne. Ich wollte ja nicht rausfliegen. Ich war immerhin in seinem Zimmer, in seinem Büro und habe versucht, mich auf Kerngedanken zu beschränken, die mit Zahlen zu tun haben. Ich wusste vorneweg von einem anderen Ägyptologen, er ist ein Logiker und die Dinge imponieren ihm. Und da habe ich ihm versucht, den Code des Sarkophags zu erklären, einige Dinge zur Königskammer, vor allem, dass sie 11,1 Königsellen hoch ist. Da kommen wir vielleicht heute nochmal darauf zu sprechen. Und da war er dann richtig Flamme und hat zugehört. Er wollte natürlich wissen, was das bedeutet. Und da habe ich dicht gemacht, weil ich genau wusste, jetzt kommt ein Punkt, da wird es brenzlig.
Also man weiß ja bei ihm in dem Moment, wo das Ganze in einen größeren zeitlichen, und das tun Sie ja in Ihren Vorträgen, in einen größeren zeitlichen Zusammenhang gestellt wird, der über die Zeit der Pharaonen und der ägyptischen Geschichte hinausgeht, da ist er ja dann nicht mehr so furchtbar glücklich. Also es muss irgendwie alles schon so den ägyptischen Bezug haben, wenn Sie dann mit Zeitrechnungen, also Das kann vedischen man nicht Zeiten. ansprechen. Das Ja, geht nicht eben, anzusprechen. genau. Man muss aber eines beachten. Der Prophet Mohammed hat wohl übermittelt bekommen über Allah, dass der Mensch 6000 Jahre alt sei. Das wäre aus heutiger Sicht rund 7500 Jahre. Zu sagen, dass viele Dinge älter sind, würde bedeuten, Allah hat gelogen. Das ist also ein echtes ideologisches Religiöses Problem, ja, Problem. Und wenn ideologisches, ja. Sie so in die Richtung da hineinbohren, Ja. und sagen ihm noch, das stimmt nicht, was Allah gesagt hat, dann sage ich immer, da braucht man einen neuen Namen und eine neue Anschrift. Und dann ist es auch wahrscheinlich schwierig, dieses Zimmer dann doch noch gesund zu verlassen. Okay, lassen wir das. Gucken wir uns an. Sie haben eine ganze Reihe von Bildern und Dias mitgebracht, was Sie herausgefunden haben und zu welchen erstaunlichen Ergebnissen vor allen Dingen eben der Bauingenieur, derjenige, der erstmal hier mit dem Laser gemessen hat, gekommen ist. Ja, ich habe mal als erstes Bild das Gizeh-Plateau vom Satelliten aus aufgenommen. Und man sieht links unten die Mykerinus-Pyramide, in der Mitte die Chephren und rechts oben die Cheops-Pyramide. Was man aber noch sieht, ist rechts die Sphinx etwas kleiner dargestellt mit den beiden Tempeln, Sphinx-Tempel und den Tal-Tempel. Die bisherigen Aussagen der meisten Forscher liefen darauf hinaus, sich in erster Linie auf die Cheops-Pyramide zu konzentrieren. Es gab auch einige, die versuchten, im gesamten System eine Ordnung zu finden. Und bei dieser Ordnung war man oft zu sehr mathematisch abstrakt. Man hat nicht berücksichtigt, dass da noch ein bisschen mehr gehört, vor allem die altägyptische Philosophie. Wenn man diese Philosophie der Ägypter außer Acht lässt, schafft man es nicht, in die tatsächlichen Geheimnisse einzudringen. Und dann spielt noch etwas eine Rolle, das können wir nicht in aller Ausführlichkeit hier erklären, das sind die Maße, die verwendeten Maße. Weil es hier Maße gibt, die dem Menschen als Zivilisationsanschub gegeben worden sind. Und erst wenn man das versteht, dann öffnen sich die Tore in einem Maße, wie man es nicht für möglich hält. Das ist ja etwas, was für die gesamte Anordnung gilt, was für die Pyramiden selber gilt, was für die Maße in den Kammern selber auch wiederum gilt. Das heißt also, das, was Sie herausgefunden haben, ist ja im Prinzip so eine Art durchgängiges System. Das ist alles komplett durchdacht und da ist gar nichts zufällig. Nein, und da, sag mal, die Logik fängt ja schon woanders an. Das ist hier dieser Taltempel. Ja. Dieser Taltempel wurde von der Siklin-Expedition um 1908, 1910 in dieser Drehe ausgegraben. Der Forschungsbericht ist eigentlich wenigen bekannt. Man sieht diese Ausführung dazu relativ selten. Und ich tue mal dieses Bild etwas drehen. Und jetzt sieht man diesen Taltempel mal in einer ganz anderen Perspektive. Als ich mir darüber das erste Mal einen Überblick verschafft hatte, war ich sofort fasziniert. Es hat mich an eine Reihe von Dingen erinnert, zum Beispiel an das Tau in der Mitte, das die Freimaurer auf dem Schurz tragen. Links sieht es aus wie ein dreiarmiger Leuchter. Rechts kann man fast schon wie ein Schwert ableiten, denn in diesem schräg aufsteigenden Gang geht es nochmal rechts hoch, so als würde etwas um die Hand herum gelenkt werden. Und weiter unten ist wie eine Basis, die da geschaffen worden ist. Ich habe dann mir die Mühe gemacht, dort Lasermessungen zu machen und bin auf unglaublich überraschende Mathematik gestoßen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass der Leuchter je 3 11 Königsellen lang ist. 11 11, 11. 11 plus 11 ist 22, plus 11 ist 33. Da fängt man schon an nachzudenken, weil die Zahl 33 bei 33, den Freimaurern, vor allem ja. schottischen Ritus, eine Rolle spielt. Und dann die gesamte Struktur selber, selbst mit den Säulen, ist eine Faszination verborgen in der Mathematik, die dann für die mathematisch Interessierten von Bedeutung ist. Dazu gibt es allerdings auch auf meiner Internetseite Artikel dazu, die man dann etwas vertiefen kann. In dem Taltempel hat man in diesem unteren Halle
eine Ausgrabung gemacht von einer Statue, auf der die Hieroglyphen von Chephren zu finden sind. Mhm. Und auf dieser Statue sind diese an den Füßen und rechts und links von den Waden. Aber diese Statue ist, wenn man davor steht, so ein Meisterwerk. Also vom Relief her auch. Also es ist eine Faszination, was für eine Qualität in diesem Diorit hineingearbeitet worden ist. Und dann passt eins leider nicht dazu. Das sind die Hieroglyphen, die relativ liederlich hineingekratzt sind. Hier muss man sehr stark anzweifeln, dass das Chephren ist, sondern wieder, wie so viele andere Dinge auch in Ägypten üblich waren, dass man eine vorhandene Statue verwendet hat für die eigenen Zwecke und dann den Namen hineingekratzt. Hm. Und das ist gerade bei Ramses II. In extremster Ausführung gewesen. Hat aber auch dann eine Konsequenz, wenn man sich das betrachtet, auf das Alter gegebenenfalls. Eindeutig. Dass also das Ursprungsteil in einer unglaublichen Qualität, also was so die Arbeit des Reliefs betrifft, wahrscheinlich sehr viel älter ist als das, was dann später reingekratzt wurde. Korrekt, korrekt. Ich erlaube mir manchmal so ein paar saloppe Worte. Und bei dieser Statue habe ich gesagt, wenn ich der König Chephren gewesen ist, früher nannte man das immer Könige, dann hätte ich den beglückwünscht für diese hervorragende Arbeit. Aber nur so lange, wie ich nicht die Hieroglyphen unten gesehen hätte, denn dann wäre es um sein Leben geschehen gewesen. Man kann nicht eine Statue derart versauen, mit einer Schrift, die nicht dazu passt und vor allem im Tiefrelief hineingekratzt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass rechts im Hochrelief ein Symbolismus enthalten ist und das ist auf der anderen Seite auch, der schon viel, viel, viel älter ist als aus der Zeit von Menes. Ja. Sie weisen ja, da können wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen, aber bei dem Taltempel auch darauf hin, dass dort mit, Steinen gearbeitet wurde, die von den Messungen irgendwo so an die 400 Tonnen Gewicht zum Teil hatten oder die schwersten, wo man sich nicht nur bei der Qualität solcher Reliefs arbeitet, aber eben auch bei einem solchen Gewicht heute die Frage stellt, wie würde man sowas mit den heutigen technischen Möglichkeiten hinbekommen, da hätte man schon so seine Schwierigkeiten. Als Bauingenieur möchte ich das betonen, dass das sehr, sehr, sehr schwierig wäre und vor allem unter dem Aspekt, dass die Fugen von einem Stein zum anderen in der Größenordnung eines halben Millimeters gelegen haben. Das bedeutet Toleranzen von weniger als ein Achtel Millimeter. Und wenn man diesen Gedankengang weiterverfolgt, selbst das mit einem halben Millimeter, die Ägyptologen erklären, da ist mit dem anderen Stein gerieben worden. Nun haben wir aber keinen Computerarm. Wir wissen genau, wenn ich so drücke, kann ich viel, viel mehr Kraft entwickeln, als wenn ich das so mache. Oder wenn ich reibe, so habe ich hier weniger Kraft als hier. Es ist definitiv ausgeschlossen, ein mit Stein durch Reiben eine plane Fläche zu bekommen. Und ich habe genügend Beispiele da unten fotografiert, wo man sieht, es gibt exakt plane Flächen auf großen Abmessungen. Und das ist mit der Hand nicht machbar. Sie hatten angesprochen die 3x11 Königsellen und die Verbindung zu den 33, also sprich dem 33. Grad bei den Freimaurern. Mhm. Muss man sich das so vorstellen, dass dort altes ägyptisches Wissen tradiert wurde? Oder warum weisen Sie auf diesen Bezug hin? Die drei Meistergrade, 11., 22., 33. Grad, enthalten schon allein in sich Wissen und Fähigkeiten, die irdisches Wissen übersteigen. Man kommt in Dimensionen des Denkens, der Fähigkeiten hinein, die unsere Vorstellung schon übersteigen. Und ich will nur noch mal kurz zu diesem Taltempel noch ein paar Ausschnitte zeigen, hier dieses Tau und rechts dieser Leuchter, hier dieser Freimaurerschutz, wo dieses Tau drauf ist und wo man nicht mehr richtig weiß, wo das eigentlich herkommt. Ja. Und ich habe festgestellt, allein wenn man das Tau entwickelt, aus zwei Strichen, die gleich lang sind, da passieren unfassbare mathematische Dinge. Man kann auf vier
verschiedene Art und Weise den goldenen Schnitt ableiten, also die Zahl, die daraus resultiert. Und mit dem bisschen Fleisch, was da drum ist, kann man die Proportion ableiten 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5. Und hier muss man etwas mehr sagen. Solche Proportionen haben eine Symbolkraft, die relativ stark verborgen sind. Wir wissen, dass Pythagoras 22 Jahre in Ägypten studiert hat. Ägyptologen wollen das zum Teil ablehnen, aber es ist Fakt. Denn der Satz des Pythagoras, der nach seinem Namen benannt ist, stammt aus Ägypten. Selbst die Chephren-Pyramide ist im Verhältnis 3 zu 4 zu 5 gebaut worden. Also auch nach Pythagoras. Ja, genau. Und das hat die Siklin-Expedition vor 100 Jahren schon in ihrem Bericht festgehalten. Das ist also erstaunlich. Und Pythagoras ist ja bekannt für seinen Satz, alles ist Zahl, und hat hier mehr eine Philosophenschule gehabt als eine Mathematikerschule. Und wenn man diese Proportion sieht, 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5, dann hat er etwas anderes darunter verstanden und nicht bloß tote Mathematik. Die 1, der Mensch oder das Individuum, das Erkenntnis sucht und dessen Geist in der Materie nach Vervollkommnung strebt. Das ist die Ziffernfolge 1 bis 5, übersetzt in die Philosophie der damaligen Zeit der Priester. Und wenn man in das Totenbuch hineinschaut, ist man sowieso überrascht. Zwar deswegen über die Formulierung, die Wortformulierung. Es ist eine Qualität, die wir heute vergleichen könnten mit dem Stil von Goethe. Also ein hohes Niveau mit vielen bildhaften Verklausulierungen, wo gerätselt wird, was soll denn das eigentlich bedeuten? Dieses hohe Niveau, was schon vor der nullten Dimension bestanden hat, denn man geht davon aus, dass das Totenbuch Quellen hat, die älter als 5000 Jahre sind. Da kommt man dann schon an den Punkt, wer hatte denn dieses geistige Niveau? Woher kam denn das? Haben das die Ägypter aus dem eigenen Erleben gehabt? Und dann will ich so ein schönes Beispiel noch anführen. Ägypten ist bekanntlich heiß, warm. Man braucht dort wirklich nicht wegen Frier oder wegen Kälte eine Mütze. Die Götter haben aber alle einen komplizierten Hut, mitunter gewaltige Turmaufbauten. Wo kommt der Symbolismus her, solche gewaltigen Hüte auf den Kopf zu setzen, die niemand dort braucht? Also auch hier sind Fragen zu stellen, wo man schon kommt, da gibt es noch etwas in der Geschichte, weit, weit zurück, was ganz anders aussieht. Und ein letztes Beispiel dazu, in den Werken von Plato gibt es Gespräche zwischen Timaios, Philebos und Kritias. Und Kritias berichtet, dass sein Großvater noch Solon gekannt hat. Und Solon war als Staatsmann und Philosoph zu einem Staatsbesuch in Ägypten, und zwar in Sais, der Priesterstadt, die heute nur noch im Delta Ruinen sind. Und ihm wird von den Priestern berichtet, dass der ägyptische Staat vor über 8000 Jahren gegründet worden ist. Das ist faszinierend, vor 8000 Jahren. Und ein Professor Schoch, der den Auftrag hatte von Zaya, was das Alter der Sphinx zu bestimmen, hat vergleichende Analysen gemacht, nicht nur an der Sphinx, sondern bis hin nach Saqqara und oben an Chephren-Pyramide und Cheops-Pyramide, und kam dann zu dem Resultat, nach vorsichtigen Schätzungen, da wollte er nicht so sehr ins Fettnäppel treten, hat er gesagt, mindestens 13.000 Jahre. Also hier gibt es schon eine Menge Hinweise, und wenn man genauer hinschaut und die Fragen stellt, die wichtig sind, die muss man aber erstmal stellen können, diese Fragen, dann gibt es nur Ungereimtheiten in der aktuell geschriebenen Geschichte. Eine der Punkte, die in dem Zusammenhang immer wieder angesprochen werden und auf die Sie völlig zu Recht hinweisen, ist ja die Interpretation, es sind Grabstätten. Es sind ja wahrscheinlich viel mehr Ausbildungsstätten gewesen, oder liege ich da falsch? Schauen Sie, erstmal, überall, wo besondere Bauwerke sind, war immer auch eine Ausbildungsstätte. In Mexiko, in Teotihuacan, hat die Boston University Ausgrabungen gemacht, hat festgestellt, ein Riesengebiet, wohl an die 32 Quadratkilometer. Und ihre Schlussfolgerung war, dort haben bis zu 300.000 Menschen gelebt. Und es war die größte kulturelle, geistige Zentrum in Amerika überhaupt gewesen und auch das politisch-religiöse Zentrum. Das heißt, dort, wo besondere Bauwerke waren, war immer Ausbildung. Priester haben nicht ihren Schulstoff mit dem Finger im Sand gelernt. Das muss man mal so ganz trocken formulieren. Und
wenn ich dann manchmal mich ärgere, nur über die Formulierung, ach, da ein Tempel, muss immer ein Totentempel sein. Ja. Das ist falsch, das ist nicht korrekt. Tempel haben einem anderen Zweck gedient. Gut, also gehen wir in dem Vortrag weiter oder in den Bildern weiter. Pyramide. Die Pyramide nochmal von oben. Von den Maßen her oder einfach, dass wir da vielleicht mal so ein bisschen in die Kodierung reinsteigen. Es ist jetzt hier an diesem Punkt schwierig, auf alle Details einzugehen. Deswegen, weil das komplizierter gebaut worden ist, als es auf dem ersten Blick scheint. Es ist so, es gibt an keiner der Pyramiden einen exakt geplanten rechten Winkel. Es gibt immer kleine Asymmetrien. Diese Asymmetrien sind es, die den besonderen Effekt erzielen, die Schwingungen erzeugen. Mhm. Ich will das mal so plastisch versuchen, an einem ersten Beispiel und dann auch an einem zweiten Beispiel zu erläutern. Wenn Sie ein Blatt Papier in den Windkanal theoretisch plan hineinlegen könnten, würde es gerade bleiben. Wenn parallel der Luftstrom kommt. Ja. Sobald ich etwas abweiche, beginnt es zu flattern, es beginnt eine Dynamik. Ja? Und wenn Sie in einem Raum, das ist also das zweite Beispiel, der exakt geplant ist im rechten Winkel, alle Ecken, sprechen dort oder klatschen in die Hände, da passiert gar nichts. Die Cheops-Pyramide scheint auf dem ersten Moment wie ein großer Schuhkarton im rechten Winkel geplant zu sein. Wir kommen dann noch drauf zu sprechen. Die Asymmetrien, die dort bestehen, sind so genial formuliert, dass sie zu einem besonderen Effekt führen. Und dieser Effekt kann jeder dort spüren, der dort ist. Es klingt anders, es hält nach, es entsteht eine Dynamik. Und es passieren Effekte, die wir dann noch ansprechen werden. Das, was man bei diesem Bild sieht, und vielleicht da noch einen ganz kurzen Hinweis, sind diese, man hat fast so wie so eine Einkerbung. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Im Inneren waren diese Wände etwas geneigt nach innen, um Schwingungen zu konzentrieren, zu konzentrieren und sie abzulenken, damit sie einen bestimmten Verlauf nehmen, damit sie sich nach oben hin verdichten können. Außen war die Pyramide plan, der Effekt war nur innen. Was man auch noch sagen muss, der innere und der äußere Aufbau war verschieden in der Anzahl der Schichten. Das kann man heute noch sehen, zum Beispiel an der Unas-Pyramide in Saqqara, wo die äußeren Steinschichten zum Beispiel bis in so eine Höhe gehen und innen sind dann schon 2,5 Schichten. Hm. Das kann man auch an der Pyramide von Pepi dem Ersten genauso sehen, wo noch mehr äußere Schichten vorhanden sind. Und hier war der innere Aufbau aus 216 Steinschichten. 6 mal 6 mal 6. Ja? Und das hat in der ägyptischen Mythologie etwas ganz anderes bedeutet, als was wir darunter verstehen. Ja? Die 16 so etwas wie einen geistigen Durchbruch erzielen und die 200 eine hohe Erkenntnis- und Bewusstseinsstufe besitzen. Das Innere, also die innere Aufbau der Schichten, hat also etwas zu tun, genauso mit den inneren Qualitäten eines Menschen. Außen waren es 144 also Steinschichten. 12 mal 12. 12 mal 12, eine Meisterzahl. Wir werden auf die Zahl auch dann nochmal stoßen. Und diese Meisterzahl ist mehr das Äußere, die Dokumentation, der Orden an der Brust. Ich habe die dreifache Meisterschaft erreicht. Und die Freimaurer haben erstaunlicherweise heute noch, in Deutschland nennen die ihren Landesgroßmeister dreifach leuchtender Meister. Dreifach leuchtender. Ich erlaube mir halt wieder mal so eine kleine Spitze. Wozu? Es sind keine Leuchten, es sind Dunkelleuchten, weil einfach sie diese Fähigkeiten nicht annähernd haben. Ja? Ich hatte das Glück und die Gelegenheit, den Landesgroßmeister in Deutschland kennenzulernen und war mit ihm sogar ein wenig befreundet, war auch schon bei ihm zu Hause, ein Humanist. Und habe festgestellt, dass sie eigentlich nicht viel wissen und er war erstaunt über mein Wissen und hat das akzeptiert. Weil Freimaurerei müssen wir sowieso unterscheiden. Es gibt über 800 unabhängige Logen, und 150 Großlogen. Und dazu gibt es eine Menge, die nicht anerkannt werden in der Freimaurerei, wie
die Rosenkreuzer oder The Golden Dawn, die versucht haben, noch mit einer Nahtoderfahrung im höchsten Grad kosmischen Wissen nahe zu kommen. Und in diesem Wust der Freimaurerei, das ist schlimmer wie die Kleinstaaterei in Deutschland im Mittelalter. Jeder glaubt, er weiß alles und ist der Einzige, der das Richtige hat. Da kommen noch eine Menge Orden noch dazu. Das ist auch noch so eine Sache. Und sie wissen nur Bruchstückchen. Jeder hat ein kleines Bruchstückchen von diesen ganzen Dingen. Und die sind alle weit unten. Auch bis da oben sind sie gar nicht mehr gekommen. Die höheren Grade wären ehrenhalber vergeben. Und in diesem Wust der Freimaurerei gibt es schwarze Schafe. Das wird oft genug ausführlich in der Literatur präsentiert. Aber es gibt auch Organisationen, die sind keine schwarze Schafe. Ja, man sollte also da vorsichtig sein und nicht alles über einen Kamm scheren. Gehen wir nochmal zu den der inneren und äußeren Schicht, die Sie angesprochen hatten, zurück. Das 6x6x6 ist die Konstruktion der inneren, 12x12 der äußeren, aber die Addition ergibt ja auch wieder etwas. Genau 360. Und da könnte ich alleine einen Vortrag halten über die 360, die wir ja vom Kreis her kennen. Ja. Wir wissen auch, dass frühere Völker ein 360-Tage-Jahr hatten. Dazu gehörten die Mayas, die Azteken, Mittelamerika überhaupt. Die Ägypter hatten das gehabt, die Perser, die Sumerer hatten das gehabt und. Und die 360 hat immer einen Symbolismus gehabt. Du hast ähnlich wie in einem Kreis, in einem großen Kreis, den kann man ja den Radius groß ziehen, die Möglichkeit, dich dort zu entfalten. Du hast die Möglichkeit, dich zu entwickeln, viele Dinge zu machen, die einfach deinem Herz beliebt, deinem Verstand. Aber das Wichtige kommt noch, der Haken. Du musst lernen, dass es Grenzen gibt. Und bevor du eine Grenze überschreitest, musst du beherrschen, wie die Grenze zu bewältigen ist oder das, was man danach erwartet. Und deswegen leben wir auch in Zeiten, wo wir die 36 kennen, die 360, die 3600 als Sekunden einer Stunde. Und ich habe herausbekommen, die primäre Bedeutung für 36.000 liegt. Das ist ein Punkt, wo wir leben, gegenwärtig leben in einer Epoche. Wir begreifen, es werden noch einmal die Grenzen verschoben. Wir haben mehr Möglichkeiten einzusteigen in ein höheres Wissen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich nicht nur hier, sondern deswegen sind Sie hier mit diesem Sender, auch anderes Wissen zu verbreiten. Gut. Gehen wir weiter in den Bildern. Jetzt gehen wir ins Innere der Pyramide. Das, was wir oben rechts sehen oder an der Seite, ist der ursprüngliche Eingang. Der ursprüngliche, den Al-Mahmun um 820 nicht gesehen hat. Ja. Er war mit einem kleinen Heer und mit Wissenschaftlern und Handwerkern nach Ägypten gezogen, weil nach der Überlieferung in der Literatur er aus den Archiven des Vaters erfahren haben soll, dass innerhalb der Pyramide biegsames Glas und Schätze und andere Dinge, nicht rostender Stahl, weit sein sollten. Um 820 war die Pyramide von außen glatt, wie poliert. Die Fugen einen halben Millimeter. Die waren aber mit Staub versetzt. Es war nicht möglich, den Eingang zu finden. Deswegen hat er versucht, an einer tieferen Ebene, genau in der Mitte der Pyramide, an der Nordseite, den Eingang zu finden. Und als er schon aufgeben wollte, ist ja ein heikles Unterfangen, dann so einen Riesenklotz irgendwo den Eingang zu finden. Als er schon fast aufgeben wollte, dann hörten sie Steine poltern, haben weitergearbeitet und sind dann auf den absteigenden Gang gestoßen. Das geht dann runter in die Felsenkammer. Und wir müssten auch aus einigen Zeitgründen etwas raffen. Ich will aber noch mal anführen, viele der äußeren Gestaltung an der Pyramide sind für die Wissenschaftler unklar. Dass hier gerade an dieser 34., 35., 36. Schicht in diesem System Geheimnisse verborgen sind, die mit der inneren Struktur in Verbindung stehen, ist den Ägyptologen noch nicht aufgefallen. Hat damit zu tun, sie beschäftigen sich nicht mit Mathematik und Geometrie. Das gehört auch nicht zur Ausbildung. Das ist immer der Punkt, wo in der Geschichte der Menschheit vor allem Ingenieure, welche die wissenschaftlich-technisch Basis besessen haben, Impulse geliefert haben. So, hier kommt man in den heutigen Eingang hinein, den Al-Mahmun geschaffen hat, aber er ist erweitert worden, damit Touristen nicht diese Probleme haben und irgendwo anstoßen. Unten sieht man noch etwa die Breite, wie Al-Mahmun das gemacht hat. Im hinteren Teil gibt es eine
Aufteilung. Man kann dann in den Absteigengang hinunter, das ist in der Regel abgesperrt. Und man hat nur mit Beziehung oder mit Geld die Möglichkeit, in diesen Absteigengang hinunterzukommen. Oder mit der Drohung, dass es da was erlaubt hat. Oder das zum Beispiel. Und der ist etwa 105 Meter lang, ja. Hat aber ein exaktes Planmaß, worauf wir jetzt mal nicht eingehen. Und die untere Kammer, die ist sehr unregelmäßig gestaltet, deswegen gilt sie als die unvollendete Kammer. Das war aber eine Kammer, wo man in einem 27. Grad lernen musste, sich stark zu konzentrieren und in der Dunkelheit lernen, mit dem dritten Auge zu sehen. Deswegen war man abgeschirmt von allen äußeren Einflüssen und Reizen. Und die Kammer weist natürlich noch ein paar Besonderheiten auf, unter anderem diesen Schacht. Ja. Und dieser Schacht geht nur einige Meter tief und dann sieht man Dreck. Aber was das geübte Auge noch sieht, ist, dass dort Haken rausschauen aus einer Betonplatte. Und die ist dann wahrscheinlich etwas neueren Datums. Die ist neueren Datums. Die ist gemacht worden, um ein bisschen die Leute auch abzuhalten von weiterer Fragestellung. Denn da unten geht es weiter. Und Sie haben ja Ihrem Kollegen die Frage gestellt, ja. Was denn da noch sei. Und da kann dann nur schweigen. Es war so, am Anfang war er überrascht, dass ich das wusste. Und ich sage, genau in die Richtung geht es noch weiter. Und dann sagt er, ja, dann ist Schluss. Dann ist alles eingebrochen. Ich sage, Ahmed, schau mich mal an. Ich sage, du bist Direktor im obersten Rat der Altertümerverwaltung. Und wenn du in so einer Funktion bist, dann bist du GVS verpflichtet. Wie das in der DDR ist. Ja, GVS, geheime Verschlusssache. Ja. Ich sage, und du mit deiner Funktion, du darfst auch nicht alles erzählen. Stimmt das? Da habe ich in die Augen geschaut. Und da hat er sich umgedreht, ist weggegangen. Ich sage, Ahmed, genau das ist es, was ich sagen wollte. Du kannst nicht alles sagen. Ja? Aber wir verstehen uns ausgezeichnet. Also wir beide sind wie Brüder, muss ich sagen. Aber es geht dann da faktisch noch richtig weiter. Es geht noch weiter, ja. Aber auch dann in die Seite hinein. Nur, dass das etwas zu tun hatte mit vielleicht einem Wasserschacht, das ist nicht korrekt. Definitiv gut, nicht. Ja, es gibt ja verschiedenste Theorien. Wir können uns jetzt nicht aufhalten mit all denen. Das war nur eine Bemerkung. Ja, klar. So, wenn wir dann in der Pyramide aufwärts gehen durch einen 2,3 Königsellen hohen Gang, kommen wir dann an, also wo man sehr gebückt laufen muss, kommen wir an den Punkt, wo die große Galerie beginnt. Und wenn man gerade ausschaut, sieht man diesen Verschluss zur Richtung Königinnenkammer und nach oben ist die große Galerie, die über 8,5 Meter hoch ist. Es ist eine Faszination und schon dort merkt man ganz deutlich, wenn man spricht, wie es nachhallt. Auch dort gibt es keinen rechten Winkel. Das ist eine Faszination. Es ist so, dass die große Galerie in Wirklichkeit 88 Königsellen lang ist. Und zwar bis oben gibt es eine Stufe, eine Plattform, bis an die Kante dieser Stufe. Das sind 88 Königsellen. Und davor dieser aufsteigende Gang auf einer Rasterlinie 72. Das sind zusammen 160. Und da wird auch wieder ein Symbolismus verdeutlicht. Du hast mit der Null, ja, das ist ein zusätzliches Potenzial wie auf einer Banknote. Du hast schon zusätzliches Potenzial gewonnen, um auf einen Weg zu gehen, wo dir der geistige Durchbruch gelingen wird. Also die Null heißt immer noch ein Potenzial, mehr, ein zusätzliches. Ja. Und wir finden auch in der Pyramide verborgen das Dezimalsystem. Alleine schon zwei Königsellenbreite Gangsystem, 20 Steinplatten in der Königskammer mit 200 Quadratkönigsellen Grundfläche, 22 ist Dezimalsystem. So, aber wir gucken erstmal geradeaus und gehen mal in die, noch einen Blick nochmal in die große Galerie aus einem anderen Blickwinkel. Die Königinnenkammer hatte ich vor einigen Jahren dann auch mit Laser nochmal vermessen. Das wurde zwar schon mal von Petri gemacht und ich habe einige Dinge überprüfen wollen, auch in der Tiefe mit diesem horizontalen Gang, der als Magazin bezeichnet wird. Das ist eine vollkommen fehlangebrachte Sache. Dort geht es um die Einweihung in den 32. Grad und dort wurden hohe Energien im Körper manifestiert, aber so stark auch, dass derjenige echte Probleme hatte, damit fertig zu werden. Um den 33. Zu können. Nur allein der 32. Ja, ja. Der 32. war im Empfinden schlimmer als der 33. Und in diesen beiden Luftschächten, ja, es sind ja keine Luftschächte, eigentlich Schächte nur, wurden Energien aus einer anderen Ebene hineingesteuert und
wenn man in die, das oben ist die Nordseite, nach rechts und nach links die Südseite. Und bei der Nordseite wurde man mit beachtlich harten Energien konfrontiert, die einem das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Man musste, also wurde konfrontiert auch im Kopf mit Bildern, die denjenigen fast zum Wahnsinn getrieben haben. Und hat er das überstanden, kam aus dem anderen Energien, die ihn wieder aufgebaut haben. Und er musste auch in diesen Gang hinein, diesen horizontalen Gang. Aber um zu erkennen, um einen höheren Aufstieg zu bekommen, kannst du nicht waagerecht gehen. Dann musst du doch nach oben und deswegen musste er wieder zurück. Hier müsste man noch eine Menge mehr sagen, aber das wäre im Telegrammstil vielleicht einige Bemerkungen dazu. Hier sehen wir diese galerieartige Nische, in die ich damals dann natürlich auch hineingekrochen bin und habe dort die Messungen gemacht. Und dann kommen auch noch ein paar Dinge hinzu, die ich sowieso auch im Kopf noch habe, wo ich dann entsprechend Dinge fortführen kann. Das geht dann in die Tiefe dort hinein und ganz hinten ist es relativ duster, stickig und man kommt bald um. Und diese galerieartige Nische, jetzt erlaube ich mir mal eine erste Zahl zu zeigen, hat scheinbar eine nichtssagende Größe, 8,91 Königswellen. Mhm. Man käme nie auf die Idee, dem etwas Besonderes abzuringen. Tut man das umgedreht, reziprok darstellen, als Bruch dann, ja. 1 ja. durch 0,11, 22, 33, 44 und so weiter, ist das auch 8,91 oder 2,7 mal 3,3. Und 2,7 und 3,3 sind wir über den Graden. Das ist der Code, verborgen der Code des Sarkophags schon. Und auch mit der 11, 22, 33 wird symbolisiert, du bist noch mit polaren Gegensätzen in dir, mit Materie noch zu sehr behaftet. Du beschäftigst dich noch zu sehr mit Dingen, die die reine Materie betreffen. Und das aber reziprok dargestellt ist, kommt zum Ausdruck, du kannst die Sache auch überwinden. Und 2733 kommen wir nochmal drauf, das ist der größte Clou, den es überhaupt gibt. So, dürfen wir fortfahren. Der Fußboden in der Königskammer, die ersten vier Steinreihen, haben ein Gefälle von 1/276. Das bedeutet 1 cm Gefälle. Auf 2,76 Meter, also eigentlich nicht groß spürbar. Ja. Ist aber der Tangens schon. Und ermittelt man den Winkel, sind das 0 Grad, 12 Minuten, 27,33 und wieder die 2,7, die 3,3. Und was das bedeutet, werden wir noch erfahren. So, oben in der Königskammer sehen wir den Sarkophag. In dem heutigen Zustand, also der war ja mal geschlossen. Er war geschlossen, hatte einen Deckel. Der war ein Königselle hoch, weil das Gangsystem ist im Verhältnis 2:1. Du hast vorher schon zwei Meistergrade erreicht in der Mykerinus- und der Schäfernpyramide und jetzt willst du den letzten Meistergrad erreichen. Und das gleiche Symbolismus 2:1 war am Sarkophag. Zwei Königsellen hoch und eine noch der Deckel. Und da ist wieder ein Haufen an Geheimnissen verborgen. Al-Mahmun hat den Deckel nicht anheben können, der hat fast 2 Tonnen gewogen und aufgrund der Tatsache hat er das gemacht, was sie konnten, eben etwas zerstören und dann fanden sie den Sarkophag leer vor. So, die Königskammer selbst hat eine Höhe von 11,1 Königsellen, das war damals durch meine Messung rausgekommen. Die Formulierung, die in der Literatur kursiert mit den Wurzel aus 5 und über die pythagoreischen Dreiecke, ist nicht richtig. Weil immer in der Mythologie, auch in den Bauwerken, Dinge manifestiert worden sind, die einen geistigen Inhalt haben. Und 11,1 Königsellen kommen 3 Einsen vor. Deswegen ist die Stirnseite auch bei der Breite von 10 111 Quadrat Königsellen groß. Und jede 1 bedeutet eine Meisterschaft, wieder Mykerinus, Schäferin, Cheops, Pyramide. Und hier war praktisch wurde der Schlusspunkt gesetzt. Die Kammer hatte dann ein Volumen von 2220 Kubik-Königsellen. Und es sei mir vielleicht eines gestattet, wegen der 2. Ein Mensch, der allein, nur theoretisch, im Urwald groß wird, kennt nicht, was gut und böse ist, was falsch und was richtig ist. Alles, was er macht zu seinem Überleben, ist für ihn richtig. Kommt der 2. hinzu, beginnt der Erkenntnisprozess. Das machst du richtig, das machst du verkehrt, das könntest du besser machen. 2 hat immer etwas zu tun mit
Erkenntnis gewinnen, eine Stufe mehr. Und das Volumen ist in 2000 plus 200 plus 20 Kubik-Königsellen. Höhere Erkenntnisstufen. Das ist genial in der Symbolik, die da gemacht worden ist. Und dann sind die Wandflächen 666, wo natürlich gleich jetzt Protest kommt, oh, da ist Luzifer eingeweiht worden oder sowas ähnliches. Ja. Das ist falsch. Ich sage gewöhnlich immer, oder frage manche Menschen, welches Auge liebst du mehr, das rechte oder das linke? Finden Sie entsetzliche Frage. Was soll diese dumme Frage? Ja, alle beide. Ja, ich sage, das ist genau das Problem. Die Symbolismen haben immer zwei Aspekte. Ähnlich wie wir zwei Arme haben oder zwei Gehirnhälften. Wenn etwas in einer Richtung miserabel ist, ist es in der anderen Richtung positiv. Es gibt immer den Ausgleich. Yin und Yang. Deswegen sagen die Ostasiaten, du musst dich zentrieren. Aus dieser Polarität herauskommen, in dir zentrieren. Und dann ist die plus 666, die hier gemeint ist, bedeutet ein Mensch, der in seinem gesamten Ausbildungsprozess gelernt hat, dass es höhere Prinzipien gibt. Der weiß, dass es einen Gott gibt. Der weiß, dass er tolerant sein muss, dass Menschen andere Auffassungen haben können. Und er ist eigentlich derjenige, der Weise ist, der wahre Weise. Wahre Weisen gibt es heute nicht mehr, auch nicht Wirtschaftsweisen. Das ist, die schon gar nicht. Da habe ich immer noch üble Sprüche drauf, lassen wir heute mal weg. Ja. Und gehen noch an den nächsten Punkt. Hier hatte ich einige dieser Dinge damals Dr. Sahir was erklärt, der das ganz faszinierend fand. Und habe das auch dem Herrn Wahid Kamal erklärt, der mehrere Jahre Direktor im Gizi-Plateau war und zuvor Direktor vom Altertümerbezirk Saqqara. Und er ist auch wieder zurück. Mhm. Er hat gesagt, ich habe die Faxen dicker, der politische Anteil ist dort zu hoch im Gizi-Plateau. Ja, ja. Er will lieber forschen. Aber er hat mir vieles eingeräumt, viele Möglichkeiten. Und durch ihn habe ich auch etliches machen können, was nicht zur Norm gehört. So, wir müssen uns raffen. Bei der Frage nach der Botschaft oder bei der Frage nach dem Code vielleicht einfach ist ein bisschen was überspringen, aber dass wir, dazu kommen. Es sind ja viele Dinge schon sehr schön auch deutlich geworden, die durch die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, die Stufen der Weihungen klar wurden. Wenn man das jetzt, ich sag mal, auf den Punkt zusammenfassen wollte, was für eine Botschaft geben uns die Pyramiden, was geben uns die Sphinx für, ich weiß, dass das jetzt schwierig ist. Nein, das ist relativ leicht. Aber vielleicht können wir die Beantwortung ein kleines bisschen verschieben und als Resümee zum Schluss anführen. Wir sind doch gleich. Bei der Königselle würde ich vielleicht nur so formulieren, ist auch auf meinen Internetseiten zu lesen, sie gehört zu dem Maßen, die dem Menschen gegeben worden ist. Sie besitzt ein inneres Geheimnis, ein Maßes, eine Symbolkraft und eine verborgene Mathematik. Und die überspringen wir mal lieber jetzt, weil ich hier nur mit diesen Bildern andeuten will, dass genau diese Länge im Verhältnis zum Dezimalsystem festgelegt worden war. Da kommt man auf Dinge, die sehr, sehr ungewöhnlich sind. Und vielleicht ein Beispiel rausgegriffen, wenn wir 33,33 Königsellen haben und rechnen das in Zentimeter um, dann haben wir eine Zahl mit 4 Ziffern vor dem Komma und 4 Ziffern nach dem Komma. Addieren wir die 4 Ziffern als Zahl mit denen nach dem Komma, kommt 3333 raus. Dasselbe bei 66,6, die gleiche und so weiter. Und da gibt es noch einige andere Dinge, die ebenfalls von Bedeutung sind, wo 5,2 Königsellen 272,272 Zentimeter sind. Und das ist die Größe des hochheiligen Bereiches in der Königskammer. Also das ist ein Symbol, hängt also letztendlich irgendwie alles, also was wirklich hier deutlich wird, ist, dass das alles gar nichts mehr in Ansätzen mit irgendwelchen Zufällen zu tun hat. Nein, absolut nicht. Ja. Es sind so viele verborgene Dinge, auf die man aber erstmal kommen muss. Ja. Das ist ja das. Oft, wir kennen den Satz, die leichten Dinge sind die schwierigsten. Und auf solche Sachen hat sich niemand konzentriert, weil es einfach nicht zur üblichen Mathematik gehört, so etwas zu praktizieren. Das sind so Dinge, die mit einmal in meinem Kopf da sind, dann weiß ich, ich muss das so und so machen und dann kommt das raus.
So, Königskammer, da sollten wir noch ein paar Dinge ansprechen. Piazzi Smith, Professor für Astronomie, ist eigentlich sehr diskreditiert worden und hat trotzdem an vielen Stellen recht. Und er hat aber hier eine wunderschöne Grafik angefertigt, die Wände einfach nach der Seite zeichnerisch gekippt, um darzustellen, wie viele Steine in der gesamten Struktur enthalten sind. Und ich habe dann einmal das gleich vereinfacht, habe gezeigt, dass links die Westwand hat 18 Steine und die gegenüberliegende, die Ostwand, hat auch 18 Steine. Die 18 ist in der Symbolik immer mit dem Mond, die Dunkelheit, das Helle und das Dunkel in sich vereint. Kopf im Kopf auch Klarheit zu haben, es gibt Toleranz, das eine wie das andere, zusammen 36, 6 mal 6. Mhm. Und Nordwand hat 27 Steine, 3 mal 3 mal 3, das hat etwas auch mit dem Code des Sarkophags zu tun, mit dem Inneren, mit dem dritten Auge, Intuition, die Symbolkraft und 37 die Südseite, durchschnittliche Herztemperatur, in der Mystik die geheimnisvolle Vereinigung der Seele mit Gott. Und zusammen 64 oder 8 mal 8. Und wenn wir diese Dinge anschauen, dann sehen wir 6 ins Quadrat plus 8 ins Quadrat ist 10 ins Quadrat. Also 100 Steine haben die Wände, Dezimalsystem. Oder wenn wir es nochmal umwandeln, können wir sagen 4 mal, Klammer auf, 3 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat ist 5 ins Quadrat. Pythagoras. Und dann haben wir den Satz des Pythagoras. Ja. Und da fehlt nur noch 3 Ausrufezeichen dahinter. Das finde ich so faszinierend. Ja? 100 Granitsteine. Und jetzt werden wir uns mit einigen Dingen ein bisschen sputen. Da im 33. Grad dort eine Einweihung erfolgt ist, war es für mich klar, dass es eine Struktur bei den 6 Steinreihen gibt, die genau halbiert ist. 3 Steinreihen und nochmal Steinreihen. Und in den ersten 3 Steinreihen finden wir 4, 3 und 5 Steine. Ein bisschen Satz Pythagoras umgedreht. Und erstaunlich ist, dass der Sarkophag 4,35 Königsellen lang ist. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Hm. Die Länge ist im Fußboden kodiert. Und die Symbolkraft bedeutet so viel, die Materie, die sich in Geist auflöst und dort nach Vervollkommnung strebt. 4, 3. Erstaunlich ist, dass das chemische Element 43 kein stabiles Element ist. Sich im Nu in nichts auflöst, in Geist wieder auflöst. Das finde ich obendrein noch so faszinierend. Und die anderen Steinreihen haben natürlich auch eine Symbolkraft. Wir finden dort, hier könnten wir ableiten, die 32. Auf den rechten Stein musste er in den Sarkophag einsteigen. Und wenn er den Sarkophag verlassen hat, lebend, ja, das war nicht immer gegeben, dann hat er den 33. Grad. Das sind so die kuriosen Dinge einer anderen Mathematik, die vollkommen fremd ist für uns. Wer kommt schon auf eine Idee, so zu denken? Ein Bauingenieur. Ja. Nein, das ist wirklich, das ist das, was ich am Anfang gefragt habe und was jetzt in bravouröser Weise auch beantwortet wurde, in welcher Weise diese berufliche Ausbildung und dieser Blick auf diese ganz nüchternen Sachen hier das Auge geöffnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Sachen zu erkennen. Da möchte ich vielleicht noch so einen Satz anfügen, den ich manchmal frage, warum haben wir 2 Augen? In der Regel kommt die Antwort wegen stereoskopischen Sehen. Und ich sage, aber auch für eine andere Denkweise. Das eine Auge ist vor der rechten Gehirnhälfte und das andere vor der linken. Wir müssen lernen, mit den Augen auch etwas tiefer zu schauen, zu hinterfragen mit den Augen. Dann sehen wir noch andere Dinge. So, das war gerade der Sarkophag einmal so als Rekonstruktion, wie er ursprünglich war, mit dem inneren Absatz. Hier sind die Maße aufgeführt, 4,35 in der Länge, 1,9 breit, 2 hoch. Und jetzt kommt oben dieser Effekt, wenn man alle Außenmaße, die Kanten, 4-mal die Länge, vorn und hinten, oben und unten, 4-mal die Höhe und 4-mal die Breite nimmt, sind es exakt 33 Königsellen im ursprünglichen Sinn gewesen. Und hat man das innen gemacht, waren es genau 27, 3 mal 3 mal 3. Wir finden also einen Symbolismus innen 27, 3 mal 3 mal 3. Du wirst dort eingeweiht, da spielt das dritte Auge eine entscheidende Rolle. Du hast Verbindung in andere kosmische Dimensionen. Du wirst konfrontiert mit Lebensformen auf einer ganz anderen Ebene, die unser irdisches Vermögen übersteigen. Und dass dann nochmal ein Code ist, wo wir
mit dem Deckel auf 66,6 Königsellen komme. Auch das ist auf meiner Internetseite nochmal zu finden, kann man dann nachlesen. Und innen, wenn man, wo man den Absatz gesehen hat, nur die Lichtmaße nimmt, kommt man auf 6,66. Hier sehen wir also, dass die Maße erstmal stimmen müssen, sonst wäre nicht so ein übergreifender Zusammenhang. Und diese Qualität, die ich da angesprochen habe, im Positiven, wer Zugang hat, wer das Bewusstsein hat, wer in andere kosmischen Dimensionen darf, hineingucken darf, der kann nicht ein kleiner Luzifer sein. Der muss weit gereift sein. 33 Jahre Ausbildung, das ist schon eine tolle Sache. Also bitte, wo ich vorhin gesagt habe, auch mal die Frage, welches Auge lieben Sie mehr, das rechte oder linke? Mit den Symbolismen ist das Gleiche. Beide sind berechtigt. Und wir müssen leben, dass es auf der Erde nicht nur Licht gibt, sondern auch Schatten. Aber auch für diejenigen, die nur den Schatten sehen, muss man sagen, es gibt auch noch das Licht. Gut. An sich ein schönes Schlusswort. Ich weiß, dass wir bei dem Kodieren noch in der Tat stundenlang weitergehen können. Aber es soll ja auch noch ein bisschen zum Schmökern und zum Ansehen und zum Verfolgen der Publikationen übrig bleiben. Ich sage ein herzliches Dankeschön für diesen Einblick, welche deutlich weitergehenden Geheimnisse und Besonderheiten die Pharaonen zum Teil einzeln, zum Teil in ihren Bestandteilen, aber eben auch in ihrer Gesamtheit, in ihrer Anordnung beinhalten und verbergen. Und damit sind wir noch lange nicht mit dem, was da an Geheimnissen zu lüften ist, am Ende. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, für das Interesse ein herzliches Dankeschön. Ich will auf die schon angesprochene Internetseite, die wir einblenden, www.hores.org hinweisen. Dann auf die DVD Wissen in Stein auf der einen Seite und zwei Publikationen, die sich mit diesem Thema befassen, nämlich einmal die über die Pyramiden und Ordnung. Die Ordnung der Schöpfung, zwei Publikationen von Axel Klitzke. Darf ich da noch einen Satz erwähnen? Aber selbstverständlich. Es ist so, ich habe scheinbar zwei vollkommen fremde Themen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, warum machst du solche extreme Dinge, wo ich mich gezwungen fühlte? Und irgendwann habe ich dann begriffen, wo der Schlüssel klar war, beide Themen sind eng verflochten. Und es heißt ja, Ägypten spielt die Widerspiegelung des Himmels mit dar. Das ist aber noch die dürftige Variante, nicht bloß mit dem Sternbild Orion und der Milchstraße. Es ist ein Wissen kodiert. Die Dinge, die im Gizeh-Plateau sind, haben etwas mit höherer Ordnung zu tun. Und die ist in diesem anderen Buch die Ordnung der Schöpfung enthalten. Ja. Dann versteht man den eng verflochtenen Zusammenhang. Für das Interesse ein herzliches Dankeschön. Schaut in diese Bücher rein. Auch die Vorträge, ausgesprochen lohnenswert. Und sehr tiefgehend. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenpanorama.